Servus miteinander. In diesem Video schauen wir gemeinsam auf die Prinzipien der Wirtschaftsverfassung im Ordoliberalismus. Ordoliberalismus, das ist die wirtschaftstheoretische Grundlage der sozialen Marktwirtschaft. Erstens, der Staat schafft und erhält einen Ordnungsrahmen. Außerdem ist er regulierender Schiedsrichter. Das bedeutet, er greift auch mal ein. Zweitens, Primat der Währungspolitik. Es geht hier darum, starke Inflation zu vermeiden. Denn Geldwertstabilität wird als Grundlage dafür gesehen, dass das Wirtschaften gut funktioniert. Drittens, Privateigentum an den Produktionsmitteln. Gleichzeitig aber auch der Grundsatz, Eigentum verpflichtet. Das heißt also, dass Eigentum so verwendet werden soll, dass es allen dient. Viertens, Grundsatz der Haftung. Das bedeutet einerseits Belohnung erfolgreicher Unternehmen. Die machen also Gewinne am Markt und dürfen diese natürlich behalten. Außerdem aber auch Ausscheiden nicht erfolgreicher Unternehmen. Sprich, Unternehmen, die nicht erfolgreich sind, verschwinden auch vom Markt. Außerdem ist es hier auch ganz wichtig, dass Verluste eben nicht verstaatlicht werden. Anders ausgedrückt, wer den Nutzen hat, muss auch den Schaden tragen. Fünftens, offene Märkte. Das bedeutet einerseits im inneren Markt sozusagen, dass immer neue Anbieter hinzukommen können, außerdem aber auch offene Märkte hin in andere Länder, sprich internationale Handelsbeziehungen. Sechstens, Konstanz in der Wirtschaftspolitik. Das bedeutet eben, dass man so Unternehmen langfristige Planung ermöglicht. Siebtens, Vertragsfreiheit. Das bedeutet, dass Verträge geschlossen werden dürfen ohne äußere Einflüsse. Aber es darf eben nicht missbraucht werden, um Wettbewerb einzuschränken oder zu verhindern. Achtens, wechselseitige Abhängigkeit der Ordnungen. Das bedeutet, Demokratie und dezentrale Marktwirtschaft gehen miteinander einher. Neben diesen Prinzipien der Wirtschaftsverfassung sind im Ordoliberalismus auch noch regulierende Prinzipien ganz wichtig. Das sind Eingriffe, um die Wettbewerbsordnung funktionsfähig zu halten. Ein Video dazu verlinke ich euch in der Videobeschreibung.